Stiftung Islam in Deutschland. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu fil ula wal akhirah. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-rida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته لا شريك له لا مثيل له لا كفؤ له لا والد له ولا والدة له ولا ولد له ولا صاحبة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته أو رسولا عن رسالته وقومه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das Thema der heutigen Predigt lautet das Geheimnis des Glücks. Glück. Ein großer Begriff, der in den verschiedenen Disziplinen der Geisteswissenschaften immer stark anwesend ist und stark diskutiert wird. Sei es bei den Psychologen oder bei den Philosophen oder bei den Theologen, aber auch bei den Naturwissenschaftlern, die Neurologen. Und jeder guckt auf dieses Phänomen aus seiner eigenen Perspektive. Die Neurologen beschreiben das Glück damit, dass sie sagen, das ist einfach eine Aktivierung im Mittelhirn und diese Aktivierung durch bestimmte Ereignisse führt dazu, dass die Neuronen Dopamin ausstoßen und dieser Ausstoß von Dopamin verursacht eine Art von Weiterleitung ins Frontalgehirn und dadurch werden ähnlich wie Opium-ähnliche Stoffen werden produziert und das ist die Definition des Glücks. Und ehrlich gesagt, immer wenn ich Definitionen von denjenigen Wissenschaftlern, die auf die geheimnisvollen Phänomenen von den Menschen, wenn sie das betrachten, ich fühle mich dabei immer unwohl. Denn ich fühle mich bei ihnen als Gegenstand in ihrem Labor. Nicht mehr, nicht weniger. Ich fühle mich nicht als Mensch, als ein Geschöpf Gottes voller Geheimnisse, aber auch mit vielen metaphysischen Phänomenen, die gar nicht Platz im Labor finden, sondern woanders. Und deshalb habe ich eine Abneigung von solchen materialistisch orientierten Definitionen, die aus den Menschen nichts anderes machen als eine eine Zusammenschöpfung von mehreren Hormonen und einfachen mehrere Millionen Zellen, nicht mehr, nicht weniger, alles biologisch definiert. Wenn wir aber zu den Philosophen gehen, dann definieren sie Glück mit einem Zustand, die nennen das als Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Psychologisch wird das definiert als häufiges Auftreten positiver Gefühle und seltenen Auftreten negativer Gefühle. Ja, das Seltsame dabei ist,
dass alle Menschen auf dieser Welt, unabhängig von ihren Religionszugehörigkeiten, sind alle nach einer verrückten Suche nach Glück. Ich meine damit eine richtig verrückte Suche. Ich beschreibe das mit verrückt, weil es unendlich ist, weil es wie die Suche nach einem Glücksstoff oder nach irgendeinem Rauch, ein Rauschstoff. Und man ist immer danach, ich möchte glücklich werden. Wie? Was? Und man ist die ganze Zeit nur auf dieser Jagd nach Glück. Und das ist das soll uns eigentlich dazu führen, dass wir darüber reflektieren. Ich empfinde das als Geheimnis Gottes, dass wir so veranlagt sind, dass wir eigentlich zu unserem Ursprung zurückkehren, da wo Glück ist. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Haus des Friedens, der Paradiesgarten, woher wir eigentlich stammen. Und diese Suche und diese verrückte Suche danach, das ist nichts anderes als, dass der Mensch so veranlagt ist, dass er eigentlich zurückkommen möchte. Schnell, 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 ich möchte den kürzesten Weg, dass ich zurückkomme. Und es ist übrigens belegt, nach wissenschaftlichen Studien und empirischen Studien, dass der Mensch in seinen Genen mit 50% des Glücks ausgestattet ist. Also man wird glücklich geboren. Deswegen lachen die Kinder 400 Mal pro Tag. Aber je älter wir werden, desto mehr Elend zieht uns oder überdeckt uns von oben bis unten. Je älter wir leben, je deprimierter werden wir, scheinbar. Deswegen lachen jetzt die Erwachsenen nur 17 Mal pro Tag statt 400 Mal bei Kindern. Und es gibt so einen von einem Psychiater aus Ulm, der hat auch das so schön, das habe ich rausgenommen. Er sagt, unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein. Aber es ist süchtig danach, nach Glück zu streben. Es gibt eine Sucht in uns, dass wir immer danach suchen wollen. Und das Interessante daran ist, dass diese Jagd nach Glück uns unglücklich macht. Nochmal. Also diese Suche nach Glück macht uns unglücklich. Das belegt eine Studie von der Rutgers Universität in Zusammenarbeit mit Toronto, also mit der Universität of Toronto. Die haben, das ist übrigens, die Studie ist von 2018, März 2018, die sagt, auf der Jagd nach Glück scheint Zeit zu verschwinden, wenn Glück als Ziel betrachtet wird, das stetige Anstrengung erfordert. Und deswegen diese stetige Anstrengung, Glück zu finden, macht uns unglücklich. Und scheint wie eine Fata Morgana, wonach man immer hinterher rennt. Wenn wir aber die islamische Definition des Glücks mal unter die Lupe stellen, dann wird das in zwei Worten zusammengefasst. Saada, also Glück, ist Shukr, Dankbarkeit. Glück liegt in der Dankbarkeit. Oder anders gesagt, Saada, Glück, ist Rida. Ist einfach das Annehmen und zufrieden sein mit dem, was man hat. Sonst bist du in diese Spirale, die kein Ende hat. Such mal nach Glück. Und du denkst, da kommst du an. Du denkst, du kommst mit deinem Beruf zum Glück, durch deinen Beruf, durch deine Ehe, durch deinen Prinz oder Prinzessin, die du ja endlich mal hast. Nein, du belügst dich. Du wirst niemals das erreichen. Und deswegen sind die Menschen eigentlich irgendwie dumm, dass sie diesen Glück in diesen Gegenständen und diesen Sachen suchen, während sie nicht wissen, dass der Glück näher ist zu ihnen als ihr Schlagader. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد قمة, also das ist Spitze von der Reife, dass man erkenntnisvoll wird. Und das ist Erkenntnis. Dankbarkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala zu geben, ist Glück. Und Verleugnung und Undankbarkeit führt zu dem Elend und zu dem Unglück, dass man immer unglücklich lebt. Und wenn wir aus den Ahadith eine Auswahl rausnehmen, was über das Glück spricht, dann stellen wir oder nehmen wir ein paar Ahadith raus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: وَإِنَّ اللَّهَ بِقِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَى وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السُّخْطِ وَالشَّكِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Allah hat durch seine Weisheit und durch seine Gerechtigkeit Folgendes vorgeschrieben. Was? Das Glück und das Glücklichsein findet man in Rida, dass man zufrieden ist, in der Zufriedenheit und in der Gewissheit. Das heißt, vertraue auf Allah und mit voller Gewissheit, da liegt Glück. Andersrum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Elend, Sorgen, Bekümmernisse und Trauer, wo findet statt? Wo? In Sucht. Sucht ist diese totale Ablehnung, Verfluchung des Zustandes, alles schlecht. Nein, ich lehne das ab. Alles ist, wie man heute auf Deutsch, gut Deutsch sagt, Käse. Alles ist schlecht, alles ist nicht gut. Genau das ist die Tür zum Unglück und zu dauerhafter Traurigkeit. Ein anderer Hadith macht das noch deutlicher. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Inna idham al-jazai ma'a idham al-bala'. Wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata aw sakhita falahu as-sukht. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich: Ja, die beste Belohnung oder das Beste kriegst du in der Krise, in der Prüfung. Und wenn Allah jemanden liebt, so prüft er ihn. Warum? Er will aus ihm Schätze herausholen. Gold, Erkenntnisse. Wenn Allah jemanden liebt, so prüft er ihn stark. Und dann sagt Allah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hier, das ist der Ansatz, der mohammedanische Ansatz des Glücks. Kann man das so nennen? فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Der zufrieden ist, so erlangt er die Zufriedenheit, das Glück. وَمَنْ سَخِطَ. Der aber ablehnt und nur sauer ist und nicht annehmen möchte, فَلَهُ السُّخْطَ. So hat er Elend und Trauer. Als ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sagt: Glück liegt in euren Brillen, wie ihr die Welt seht. Hier kommt natürlich, es gibt ja eine neue Wissenschaft. Heute, das nennt man, habe ich ja vorhin, New Science of Happiness. Das ist eine Extrawissenschaft. Und dann wird verbunden mit positive Psychologie, dass man positiv denkt, positiv die Sachen anschaut. Das hat ein uralter Philosoph, der war übrigens ein römischer Kaiser und gleichzeitig ein Philosoph, Marc Aurel. Er sagte: Dein Glück hängt von den guten Gedanken, die du hast. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem heiligen Hadith: Ana inda dhanni abdibi. Ich bin zu meinem Diener, so wie er über mich denkt. Nochmal, so wie du denkst, so wie du die Dinge siehst, so bekommst du das auch. Siehst du die mit Zufriedenheit? Du bekommst Zufriedenheit. Siehst du die mit Dankbarkeit? Allah gibt dir Dankbarkeit. Ich erinnere nochmal, außerhalb des Themas. Es ist uns verboten im Islam,
während der Freitagspredigt, dass wir reden und dass wir uns unterhalten und dass wir uns beschäftigen. Das ist Laru. Laru, etwas, das nennt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Unsinn, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wovon er gewarnt hat. Bis er die Sahaba gesagt hat, derjenige, der mit den kleinen Steinen, mit seinen Fingern nur so rum, also ein bisschen spielt, faqad lagha. Der hat Laru begangen. Der hat was? Laru begangen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf jeden Fall weder mit Handy noch mit irgendetwas anderes außer dieses Gottesdienst einfach zu dabei zu sein und Zeuge zu sein und anwesend zu sein. Also, Gespräche untereinander, zwischeneinander ist verboten, darf man nicht. Ja, in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was das auch weiter stärkt. Er sagt, min sa'adatil mar'i istikharatuhu rabbahu wa ridahu bima qada. Wa min shaqa'il mar'i tarku istikharati wa sukhtuhu ba'da al-qada. Bei Tirmidhi und Ahmed. Er sagt, zu dem Glück des Menschen gehört, dass er immer Allah als Entscheider für seine Angelegenheiten immer befragt. Ja Allah, entscheide für mich. Ja Allah, ich frage dich. Und dass er immer damit zufrieden ist, was Allah ihm gegeben hat. Und zum Unglück des Menschen gehört, dass er Allah vergisst und dass er unzufrieden ist mit dem, was Allah ihm gibt. Und deswegen sagen die Ulama, As-Sa'ada, Glück, ist eine Erscheinung der Erkenntnis in den Menschen und es ist ein Zeichen der Vollkommenheit des Glaubens. Je glücklicher man ist, desto voller und vollkommener man im Glauben ist. Ist man im Glauben. Nur damit ihr wisst, so eine Verbindung. Vorhin habe ich euch gesagt, 50% liegt in uns, sagt die Studie. 10% davon machen die Lebensumstände aus. Also das, was wir an Ereignissen leben. Nur 10%. 40% des Glückes liegt in deiner Hand. Was machen wir? Die 40% lassen wir fallen. Die 10% genießen wir nur punktuell, momentan, mäßig, also im Moment. Und die 50% zerstören wir im Laufe der Zeit voller Unzufriedenheit, voller Undankbarkeit. Und dadurch leben die meisten Menschen auch unglücklich. Übrigens, es gibt eine interessante Studie in Harvard-Universität, die am längsten, also das ist die längste Studie der Geschichte. Nochmal. Länger als diese Studie, ich wundere mich über diese Geisteswissenschaftler. Und ich danke Allah, dass wir solche Menschen haben. Sie haben ein Thema und sie forschen in diesem Thema manche 10 Jahre. Uff, für eine Sache, für ein Phänomen. Er hat Budget und Labor und so viele Wissenschaftler und so viel. Für eine Sache, für eine Sache. Diese Studie hat 75 Jahre gedauert. 75 Jahre gedauert. Wisst ihr, was das Thema ist? Glück. Wie erreicht man Glück? Was macht uns glücklich? Übrigens, mehr als 750 Leute, die im Laufe ihrer Zeit richtig begleitet wurden in allen ihren vielen Angelegenheiten. Probleme, Familien, also Untersuchungen von den Ärzten, Krankheiten, alles mit Befragungen. 750 von verschiedenen, natürlich Kategorien von Menschen und sie wurden betrachtet. Es gibt einen, der ist noch nicht gestorben, der ist 90 Jahre alt. Ja? Und das wurde sein ganzes Leben, wurde das studiert. Die sagen, die Leute, die über 50 Jahre alt, 80% von denen sahen Glück im Geld. Wenn man Geld hat. 50% von denen, die waren immer die Jugendlichen, die jungen Männer und Frauen, sahen Glück im Ruhm und Berühmtheit. Natürlich, beide lagen falsch.
Denn die Studie hat was Ungewöhnliches und Unerwartetes uns gegeben. Sie haben gesagt, drei Dinge machen uns glücklich. Nummer eins, die sozialen Beziehungen. Und damit meinen Sie nicht die modernen sozialen Beziehungen von Facebook, wo du 2000 hast und du kennst keine und du hast gar keine. Quatsch, das ist keine soziale Beziehung. Sie reden über Beziehungen fangend mit der Familie. Vater, Mutter, Kinder. Je stärker, je besser, je gepflegter diese Beziehungen sind, desto stabiler, glücklicher man ist. Fangt mit der Familie an, mit den Nachbarn, mit den Freunden. Und dass man immer das pflegt in bester Art und Weise. Die zweite Sache ist Gutes tun. Gutes tun. Tue Gutes, wirst du glücklich. Subhanallah al-Adi. Die dritte Sache ist, dass du in deinem Leben Dinge findest, die dir gefallen und die du ausgezeichnet machst und du arbeitest genau da. Du arbeitest genau in den Sachen, die dir gefallen. Das ist so Zusammenfassung von dem. Meine lieben Brüder, meine geehrten Schwestern, diese Enttäuschung, diese Täuschung und Betörung, die wir in uns tragen, ist in dem Koran mehrmals erwähnt. Also wenn ich dieses Thema richtig ausführlich mache, aus den koranischen Perspektiven, dann werdet ihr sagen, Subhanallah, was Allah uns als Rechtleitung gegeben hat, während wir schlafen und abgelenkt sind. Ja, Betörung und Täuschung. So viele Leute haben gesagt, mein Diplom, mein Zeugnis, mein Abschluss. Und dann bin ich der Glücklichste. Man hat festgestellt, man hat den Abschluss. Man hat das Zeugnis, wovon man geträumt hat. Und gleich danach kommt wieder diese Leere. Dieses Etwas, was uns immer sorgenvoll lässt, kommt wieder. So oft hat man gesagt, wenn ich diese Ehefrau erreiche, wenn ich diesen Ehemann, bin ich der Glücklichste. Gleich nach der ersten Nacht kratzt dich das. Da ist etwas. Gleich, so sind wir. Du hast davon geträumt, wir gehen zu der besten Reise und wir sehen die Gebirge und Natur und wir genießen. Und gleich, wenn die Reise zu Ende ist, du kommst nach Hause, sofort in demselben Abend, kommt das. Dieses alles ist wie, kommt und geht, kommt, das ist, und nimm alles, Beruf und Geld. Und übrigens, es gibt auch eine andere Studie, zwei Personen. Einer hat 400 Millionen bei Lotto gewonnen. Und einer hat durch einen Unfall eine totale Lähmung gekriegt. Sie haben beide unter Beobachtung gestellt, damit sie gucken, wie erleben sie Glück. Wenn jemand dir die Wahl gibt, willst du 400 Millionen Euro haben oder willst du gelähmt werden? Total gelähmt. Keiner von uns wird sagen, ich will total gelähmt werden. Ja? Und das andere ist eher Glück. Sie haben festgestellt, die beiden erfahren Glück gleichartig, in gleicher Weise. Der und der. Der Mensch ist voller Geheimnisse, da auch der erfährt den Glück genauso und vielleicht noch mehr. Und ich kenne einen Mann, der vor seinem Unfall, wo er im Schwimmbad, der ist runtergefallen auf seinen Rücken und er ist total gelähmt, ein hübscher Mann, einer mit akademischem Grad, mit vielen Lebenserfahrungen und wunderschön, zack, total gelähmt, nur der Kopf kann er bewegen. Geh mal, er ist hier in Berlin. Geh mal und sitz dich bei ihm. Puh, ich kann das nicht glauben. Welche Ausstrahlung des Glücks. Nicht nur Ausstrahlung, echt und authentisch. Welche Erkenntnisse, wie er redet, was er sagt. Du kannst, nein, glaube ich nicht. Deswegen ist Glück was anderes. Und übrigens, sie haben gesagt, Geld macht nicht glücklich. Denn sie haben gesagt, ab einer bestimmten Summe, 50.000 Dollar oder ab einer bestimmten Summe, alles, was zusätzlich kommt, ist egal. Macht keinen großen Unterschied. Ab einer bestimmten Zeit. Heute, bevor ich zur Moschee kam, lese ich Surat Al-Kahf. Und ich lese, Subhanallah, Al-Mal, Al-Mal wal-Banun. Wie beschreibt er sie? Als Glück? Sina. Schmuck. Al-Mal wal-Banun. Geld, Besitztum
Und Kinder, was ist das? Zina, Zina tul hayati dunya, Schmuck. Aber guck mal, was Allah danach sagt. Wal baqiyatus salihat. Aber die anderen guten Dinge, al-baqiyatus salihat, die guten Taten, deine Beziehung zu Allah, Beziehung zu Akhira, das ist Salihat. Al-Baqiyah, khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Al-Amal, da liegt eure Hoffnung. Und da liegt eure beste, also das bestes Ankommen, dass du ankommst, liegt in der Baqiyatu Salihat. Aber auf der anderen Seite, meine lieben Brüder und Schwestern, Wallahi, und jeder von euch, der das schon mal probiert hat, ein Stündchen. Ich rede nicht mal eine lange Stunde von 60. Nein. Momente, die du einmal in der Nacht zwischen dir und Allah gemacht hast. Nur ein paar Momente, halbe Stunde, hast du für Allah gegeben. Du bist nicht aufgestanden, um gesehen zu werden, sondern du wolltest ihn ansprechen, direkt. Du stehst auf in der Nacht und du lässt Tränen fließen aus Liebe, aus Sehnsucht. Nur diese Momente schaffen in dir Glück, was dauerhaft ist. Und versuche mal nur daran zu denken. Fühlst du dich glücklich? Ein unendlicher Glück, unvergleichbar. Und das ist genau das, die Verbindung zu Allah. Die Verbindung zum Vollkommenen, zum Ewigen Subhanahu wa ta'ala. Und das nennt man die Geselligkeit und das Beisammensein mit irgendeiner Unterhaltung und einem Film? Nein, mit Allah. Ey, frag diejenigen, die dort versinken, die dort schmelzen. Sie sagen, Wallahi, sie sagen, لو يعلم الملوك وكبراء الدنيا ما نحن فيه من السعادة لجلدون عليها بالسيوف. Ja, die sagen, die Kenner, die erkenntnisvollen Menschen, die sagen, Wallahi, wenn die reichsten Menschen auf der Welt wissen, was wir hier genießen an Glück, Wallahi, sie werden uns bekämpfen. Dafür bekämpfen. Ja, guck mal auf ihre Sujud. Ihre Sujud ist, geht über die Naturgesetze raus. Leute, wir haben erfahren, dass unter ihnen Leute ein Sajda 5 Stunden lang gemacht hat. Geh mal und frag die Mediziner, ob das überhaupt möglich ist. Sag, nein, Druck und nein. Haben sie. Wisst ihr warum? Er ist in einem Zustand, wo solche Gesetze nicht mehr da sind. Die verschwinden oder deren Effekte verschwinden. Er ist da. Er ist verbunden mit der Heiligkeit. Er ist nicht da. Sajda von 6 Stunden. Qiyamul Layl, er steht die ganze Zeit. 7 Stunden lang ein einziges Stehen. Für Allah macht ihm gar nichts. Und das Seltsame ist, sie strahlen so eine Schönheit. Ich habe Leute gesehen, die ich selber, mit denen ich selber leben durfte oder ihren Sitzungen beiwohnen durfte in Marokko, wo ich noch jung war. Die waren meine Idole. Wallahi, ya akhwan, akhawat. Ich kenne einen Mann aus Meknes, rahimahullah. Er war in meiner Zeit, 80 Jahre alt. Ja, Ikhwan, Wallahi, seine Haut ist wie ein 30- oder 25-Jähriger. Total schön und voller Licht, voller Schönheit. Ein Mann, ein Freund Gottes. Seine Ausstrahlung, sein Nur, seine Sprache. Ich habe ihn mal schon mal gefragt, nach Krankheit. Wenn er krank wird, sofort wird er gesund. Er hat so ein starkes Immunsystem. Übrigens, die empirischen Studien sagen, die Glücklichen leben länger. Die Glücklichen bewahren ihre Ehebeziehungen länger. Die Glücklichen werden weniger krank. Die Glücklichen, wenn sie Operationen, chirurgische Operationen haben, werden schneller geheilt. Die Glücklichen arbeiten präzise und hochqualitativ. Geht mal und guckt mal. Das sind Messungen. Ja? Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Allahs Gunst ist das. Den gibt er
den er will. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon was geben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Die Kenner dieser Umma und die Gottesfreunde, Awliyaullah, sie sagen, Masakin wa ahlu dunya, ach, die armen Menschen. Ach, die armen Menschen. Masakin wa ahlu dunya, kharaju minha, wa ma dhaqu atyaba ma fiha, halawatul unsi billah. Er sagt, die armen Menschen, die meisten, sie verlassen die Tür dieser Dunya, während sie nicht das gekostet haben, was am meisten schmeckt, nämlich das Beisammensein mit Allah. Die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, einer auch der Kenner, er sagt, في القلب شاعة لا يلمه إلا الإقبال على الله. Es gibt so eine Zerstreuung in uns drinnen. Nichts sammelt das und bringt das zusammen und fest, außer das Entgegenkommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir Allah entgegenkommen. وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. Und in jedem Herzen von den Menschen gibt es eine Art Leere. Nichts macht diese Leere weg, außer das Beisammensein mit Allah subhanahu wa ta'ala. وفي القلب خوف لا يذهب إلا بالفرار إلى الله. Und es gibt in jedem Menschen drin eine Art Angst, der verschwindet durch das Flüchten zu Allah. Ach, wie schön dieses Flüchte, wohin? Zu Allah. وفي القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بالله. Und es gibt im Herzen eine Art Trauer und immer ein Selbsttadeln, dauerndes was? Selbsttadeln. Übrigens ein totales Gift und führt zu Unglück. Die meisten Menschen, die unglücklich sind, sie trauern immer ihre Vergangenheit und hängen immer noch und tadeln sich, wieso, warum habe ich damals... Hallo? Siehst du die Lösung? Rida billah. Sei zufrieden mit dem, was Allah dir gegeben hat. Und sag, alles, was ich gemacht habe vorher, ich konnte nichts besser. Das war's. Das, was ich konnte. Und ich nehme es an. Und sage, Alhamdulillah, Ar-Rida. Sei zufrieden mit dem, was Allah dir nimmt. Und derjenige, der immer sagt, wieso habe ich damals das gemacht? Wieso habe ich diesen Mann geheiratet? Wieso habe ich diesen Fehler gemacht? Hallo? Hallo? Du öffnest dir eine Tür zum Unglück. Was machst du? Sei zufrieden. Und sag, besser konnte ich nichts. Das war mein Maximum. Ich habe es gut gemacht, selbst die Fehler. Sag, es war so, gehörte zu meinem Leben. Und jetzt bin ich in anderem Zustand. Ich nehme an, was mich trifft. Ich nehme es an und sage, es gehört zu mir und zu meiner Persönlichkeitsentwicklung und zu dem, was ich im Laufe der Zeit erworben habe. Ja, und in einem anderen Vers sagt Allah Ta'ala, oder Hadith Qudusi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Es gibt nichts Besseres, womit mein Diener mir nahe kommt, als das zu erfüllen, was ich als Pflichten ihm geboten habe. Und die besten Pflichten, gerecht zu sein. Wir gehen immer Pflicht, Gebet, Fasten. Das sind wieder diese Gerechtigkeit erstmal. Allah Ta'ala sagt, ich habe die Himmel und die Erde, damit Gerechtigkeit erfüllt wird. Gerecht zu werden. Die Reinigung des Herzens, die Selbstfindung und so viele Sachen, die Pflicht sind, warum du hier bist, den Sinn, deinen Sinn zu erkennen. Pflicht, das ist das Beste. Und er sagt, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Und solange mein Diener mir näher kommt durch Nawafil, wieder Nawafil, sagen sie, ach, die Sunnan-Gebete nach dem Gebet, nach dem Pflichtgebet. Nein, Nawafil, alle freiwilligen guten Taten. Vorhin haben wir gesagt, Gutes tun. In der Studie. Gutes tun. Hatta uhibbah. Bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Hören, sein Sehen und sein Berühren und sein Laufen. Oh, 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 oh. Alle Sinne. Was heißt das? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dann bin ich sein Hören, womit er hört. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Und sein Sehen, womit er sieht. Wa yadahu allati yabtashu biha. Und sein Berühren, womit er berührt. Wa rijlahu allati yamshi biha. Und sein Laufen, womit er läuft. Wa idha sa'alani
la'u'tiyanna. Fragt er mich, bittet mich um etwas, gewähre ich ihm. Wala in ista'adhani la'u'idanna. Sucht er Zuflucht bei mir, so gewähre ich ihm sofort. Genau das, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, bringt dich genau dazu. Und als Abschlusswort möchte ich euch eins ans Herz legen. Einer der wichtigsten Dinge, die diese Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala wieder erwecken und wieder stärker machen und die Bindung zu Allah ta'ala wieder herstellen, diese Verbindung, ist Dhikrullah. Das Gedenken Allahs. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Das sind die wahren Gläubige. Wenn Allahs Name erwähnt wird, wenn Allahs gedacht wird, so beruhigen sich ihre Herzen und bekommen eine Sehnsucht zu Allah. Allah bidhikrillah. Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. Wahrlich, nur durch das Gedenken Allahs beruhigen sich die Herzen. Geh und such Streit mit deiner Frau, mit deinem Mann und sag, nein, das muss geklärt werden, das muss. Du denkst, du kommst an? Hey, wende dein Parabolantenne zu Allah und dann wirst du sehen, alles wird gemacht. Warum? Du bist nicht da. Du bist mit der Quelle verbunden. Und das ist unser Problem heute. Dhikrullah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhannas. Dieser Ruf ist übrigens nicht nur für die Muslime, auch für die Nicht-Muslime. O ihr Menschen. Ya ayyuhannas. Qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. O ihr Menschen, zu euch ist eine Ermahnung gekommen, ja, von eurem Herrn eine Heilung. Denken wir an biologische Heilung. Viele von den Ruqat, sie haben daraus einen Beruf gemacht. Nein, da wo Shifa im Koran ist, ist nicht Heilung der körperlichen Heilung gedacht. Koran kommt nicht für Medizin. Leute, es ist nicht biologische Heilung. Das ist nicht damit gemeint, wenn wir mit meinen, mit interpretieren. Hier, Shifa'un lima fis sudur, eine Heilung für das, was man in der Brust hat. Was hat man in Brust? Zweifel, Misstrauen, Ungewissheit, Trauer, Sorgen, Bekümmernissen, Angst, Hoffnungslosigkeit, all das verschwindet. Womit? Mit Dhikrullah. Gedenke Allahs. Und das beste Gedenken Allahs ist der Koran, wovon wir abgelenkt sind. Und ich sage es euch, damit schließe ich ab. Tue das, ich sichere dir, dass du in ein paar Wochen oder Tagen dein ganzes Leben wird sich ändern. Zum Guten. Tue das mit voller Demut. Und du wirst sehen, alles wird sich ändern. Deine Probleme werden gelöst. Mach einen Teil deines Tages, am besten am Morgen, wenn du deinen Tag beginnen wirst, nach dem Fajr-Gebet. Lies mal den Koran. Mit offenen Herzen und lass die Worte in dir rein und den Sinn in dir rein. Lies mal. Lies es und geh in deinen Tag. Schon deinen Tag, du wirst schon merken, mit wie viel Glück du ausgestattet wirst und mit wie viel Kraft. Und das sind Dinge, die Allah uns so gegeben haben, aber wir haben keine Zeit dafür und wenden uns davon ab und lassen uns ablenken durch Dunya. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Ja, jedes Mal, wenn eine Ermahnung von Allah zu ihnen kommt, da siehst du sie, wie sie spielen und wie sie sich betören lassen, während sie abgelenkt sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Dinge erkennen lassen
und den Sinn der Dinge erkennen lassen. Möge Allah unsere Brüste dafür öffnen, dass wir die Rechtleitung von Allah Ta'ala bekommen, dass unsere Augen sehen und unsere Ohren hören und unser Herz begreift. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns die Erkenntnissen kommen lassen, auf dass wir reifer werden, auf dass wir Allah Ta'ala näher kommen. O Allah, gewähre uns das, ja Allah. Lasse uns, ja Rabbi, als dankbar und zufrieden mit dir sein, ja Allah. Lass uns, ja Allah, als dankbare Diener leben, als gläubige, dankbare Diener, die dich lieben und die deine Nähe suchen. Allahumma amin wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salah.